Ja, die Bauchrolle. Ne, andersrum. So, herzlich willkommen hier zum kleinen zweiten Weihnachtsspecial. Tja, für unsere siebte Staffel wollen wir ein bisschen was bieten und deswegen rufen wir mal bei der Bauchrolle an. Stefan Schonet. Christoph. Dankeschön. Christoph. Ja, hallo? Ja. Bin ich hier bei Herrn Stefan Chollet? Ja, der ist dran. Ach, hallo. Wir haben mal eine Frage. Wir drehen eine Comedy auf YouTube. Die heißt C.K. unterwegs. Und Sie wohnen doch in Braunschweig, oder? Ja. Und wir würden Sie gerne vielleicht als Charlie Chaplin mal, wenn das gehen würde, einsetzen. Ja, ist gut. Wie viel würden Sie ihn ungefähr preislich dafür nehmen? Wenn man. Können Sie denn ausgeben? Ich weiß nicht, das ist eigentlich. Erstmal so egal. Wird denn da gemacht überhaupt jetzt? Also wir drehen eigentlich eine Comedy mit versteckter Kamera. Und wir wollen das nächstes Jahr im Braunschweig drehen, so im März ungefähr. Und ja, da wollten wir mal ein bisschen was bieten. YouTube, was ist denn das überhaupt jetzt? YouTube ist eine Internetplattform, wo man sich Videos angucken kann. Von Schmidt Christopher. Schmidt Christopher, Christopher Schmidt. Können Sie ja mal drauf gucken. Mit Christopher, Ja. also Schmidt und dann Christopher mit CR. Genau. Ja, genau. Sie können ja mal, wenn Sie Internet haben, drauf gehen auf YouTube. C.K. unterwegs heißt das. Unterwegs. Genau. Und das kommt im Fernsehen. Nee, das kommt im Internet. Unterwegs. Genau. Und welche Telefonnummer? Wollen Sie Handynummer haben? Ja, ist egal. 0152 23. Und wie lange dauert das? Das dauert nicht lange, vielleicht eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde, länger ist das nicht. Nur ein kleiner Clip, vielleicht mal so. Und was wollten Sie jetzt ausgeben dafür? Ich weiß nicht, wie viel nehmen Sie ungefähr? Mir ist das eigentlich so. Ja, 100 oder 200, ich weiß es nicht. Ja. Ja, mal sehen. Sie können ja irgendwie nochmal, melde ich mich nochmal oder so. Genau. Je nachdem, wie viel Sie da haben. Ja. Das nehme ich dann. Ich habe keine Ahnung, was man da jetzt nehmen kann. Ach so, ja, naja, wir sind, sag ich mal, wir sind ja noch nicht volljährig, wir sind erst 16 bzw. 15 und wir wollten da mal ein bisschen was zeigen. 50 Euro. Ja, wenn das geht. Wenn man 15 ist, dann kriegt man ja Sonder noch Jugendrabatt. Ach, kriegt man, ja? Aber das wäre cool. Weil wir machen das eigentlich kostenlos. Also wir haben so ein paar kleine Fangruppen und so und wollen wir mal gucken. Gut, alles klar. Bis Okay. tschüss. Gut, tschüssi. Das war auch wirklich 50 Euro für die Bauchrolle. Ja, hallo? Ist hier Ingo Den haben wir da. Jönschel? Wir sind von einer Comedy-Show, die heißt C.K. unterwegs. Ist hier der Super Ingo aus Super Talent? Ja? Ja, hallo? Wir sind von C.K. unterwegs. Kennen Sie das aus YouTube, eine Comedy?
Ja, YouTube, die Internetseite. Ja, sagt er was, ja? Ja, wir drehen eine Comedy-Show demnächst in Düsseldorf. Ja. Und wir wollten Sie fragen, ob Sie vielleicht Lust haben, so einen kleinen Clip mitzudrehen. Warum nicht? Ja, weil wir fanden das so gut beim Supertalent, was Sie da gemacht haben. Also wäre was für uns, weil wir auch so ein bisschen so Comedy-mäßig was machen. Ich meine, war nicht schlecht. Und ich habe auch deswegen auch viel Stress und sag ich mal Ärger mit wegen dem Dieter Bohlen und sowas auch. Aber klar, ich habe ja die Verträge abgegeben, habe ja die Nummern ja angegeben und sowas. Und ich bin ja auch bei U2 dran. Ja. Also. Nee, deswegen, wir fanden das ganz gut und dachten mal so, wenn wir in Düsseldorf da was drehen, dass wir da mal was machen könnten. Ich war jetzt gerade auf dem Besuch bei meinem Vater hier. Ach so. Das tut mir leid, wenn ich jetzt gestört habe. Ne, das geht ja sozusagen. Wenn du auch, haben Sie meinen Festnetzanschluss? Wir haben Handy haben wir. Ein der Handy zur Zeit, das haben sie mir geklaut, was ich da damals hatte, war allerdings auch die Handynummer. Ach so, Ihr Festnetzanschluss. Ja. Ja, haben Sie den zufällig? Den habe ich, mal gucken, ihr seid nämlich gerade auf dem Festnetzanschluss von meinem Vater gelandet. Ach so. Bei den Verträgen da wahrscheinlich oder sowas. Ja, Ich kann mich, ich gebe euch, dann ist auch gut. oder geben Sie mir mal Ihren. Die Nummer ist, also mein Festnetz ist 566. Schicken oder Ich kann erstmal die Handynummer hinterlassen, wenn Sie wollen. Oder ich gebe Ihnen meine E-Mail-Adresse und dann. Das würde auch gehen. Papi, kannst du mal kurz eine Handynummer oder E-Mail-Adresse aufschreiben, dass eben kurz, wenn das eben kurz geht. Oder Handynummer, da hast du ein Stück Papier? Eine Sekunde oder was. Und ihr habt mich im Internet gesehen. Und bei Dieter Bohlen auch, nicht? Ja, wir haben es im Fernsehen gesehen. Ja? Und da haben wir so bei YouTube gesehen, da haben nämlich irgendwelche Leute, weil sie haben ja irgendwie mal in Düsseldorf getanzt, irgendwie auf der Straße oder so, ja? Auf der Tal, getanzt auf der Straße, dann auf der Kirmes und so. Genau. Nachher so ein bisschen. Und da haben wir gehört, dass sie da viel unterwegs sind und so. Da dachte man ja, vielleicht können wir das für unsere Comedy irgendwie mal auch machen oder so. Und dass wir vielleicht mitmachen können oder sowas. Wissen Sie? Sag mal kurz die Nummer durch. Ja, 0152. Langsam 0. Neun, 9, eins. 1. Und ihr seid jetzt? Das sind wir genau. Und ihr seid jetzt was? C.K. unterwegs heißt.